Warte mal ganz kurz. Warte mal kurz. Moment. Du hast recht. Du hast recht an der Stelle. Du hast absolut recht. Das ist ein korrekter Report gewesen. Habe ich jetzt gerade einen Denkfehler? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Jutke Dizzy. Heute für Sie im Portfolio alles, was Ihr Herz begehrt. Nachdem Sie ja in der letzten Folge so einen ganz kleinen Hänger hatten am Ende, muss da auch mal sein, gehen wir heute doch gleich mal rein mit einem fantastischen Fall. Denn wir sind heute in Österreich. Spielberg. Und in Spielberg, meine Damen und Herren, oh, wir wissen alle, wie Spielberg abläuft. Und Sie werden sich das schon wünschen seit wieder zwei Folgen. Jutke Dizzy, wann ist es endlich soweit? Wann ist es soweit, dass wir endlich in T1 mal so einen richtigen Banger sehen? Es ist soweit. Für Sie heute im Programm der Banger. Los geht's. Startphase. Das hat übrigens sehr viel Diskussionsstoff für die Vorbereitung gegeben. Können Sie sich vorstellen, warum? Ich lasse das nochmal durchlaufen. Also erstmal, hier wird am Ende nicht die Bremse gehalten. Das ist, da müssen wir nicht drüber reden. So, aber um Ihnen noch mal ganz kurz eine kleine Perspektive zu geben, okay? Der BMW, den wir jetzt am Ende gesehen haben, hat den anderen BMW reported. Halten Sie sich fest, der BMW hier hat diesen BMW reported. Was ist Ihr persönlicher Eindruck davon? Ich lasse das noch mal laufen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Sie jetzt diese Situation einschätzen. Ich lasse das nochmal laufen. Also hier hinten ist alles falsch, okay? Hier ist wirklich alles falsch. Dass hier die Bremse nicht gehalten wird, ist katastrophal. Aber wir reden nur von dem Punkt bis hierhin. Also nochmal. Der BMW reportet den BMW. Okay, pass auf, lass uns das mal ganz genau angucken. Okay? Weil ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Okay, der kommt über die Wurst. Was hier überhaupt keinen Unterschied macht übrigens, ne? Es macht keinen Unterschied, ob er über die Wurst kommt. Er lässt sich raustreiben, um zu blocken. Okay. Auch das nicht zwingend. Und der andere kommt logischerweise besser durch die Kurve. So, jetzt erinnern wir uns mal an die ganzen Fälle, die wir so in den letzten, im letzten halben Jahr gemacht haben. Wir haben übrigens in der letzten Folge mit einem Mercedes und einem McLaren einen sehr ähnlichen Fall gehabt. Nur, dass es nicht Turn 1 war oder Runde 1. So, wenn wir uns das jetzt nochmal angucken. Ich möchte einfach nur, dass ihr da draußen was versteht. Er ist immer noch vorne und jetzt holt der andere erst auf. Wäre es nicht vollkommen legitim zu sagen, der Hintermann muss auf den Vordermann achten? Weil in der Theorie, jetzt mal wirklich in der Theorie, auch wenn er jetzt so fährt und sich nach außen treiben lässt, er ist die ganze Zeit vorne und der ist schon außen. Also der hätte jetzt noch weiter links fahren können oder lupfen können.
Das hat gestern wirklich also wir haben sehr lange darüber diskutiert in der Vorbereitung zu dem Fall, weil im Grunde genommen wurde der junge Mann hier ziemlich, schau mal, er wurde ein bisschen rangenommen. Aber er macht, im Grunde genommen macht er nichts falsch. Er macht wirklich nichts falsch. Also er ist auch nicht irgendwie intentional am Blocken oder so, er fährt halt rüber seine Linie, klar, sieht man hier, ne? Aber er ist die ganze Zeit vorne und wird dann weggeschoben. So, hätten wir jetzt am Ende gesagt, okay, nee, warte mal kurz, der ist schuld, das würde ja nicht funktionieren, weil der hier außen, der muss ja auch auf seinen Vordermann achten. Wir können ja nicht einfach durchziehen. Das geht ja nicht. Dass er hier nicht die Bremse hält, darüber müssen wir nicht reden. Das ist absolute Katastrophe. Okay? Also das ist noch viel, viel schlimmer. Das hier. Der steht nicht auf der Bremse. Gar nichts. Absolut zum Kotzen. Furchtbar. Katastrophal. Furchtbar. Aber an der Stelle, es wäre auch hier kein Massencrash gewesen. Es ist einfach causing a collision. Und der Report wird an dieser Stelle nochmal zurückgeschickt, weil hier noch was geändert werden muss. Weil es ist am Ende wirklich keine causing a collision. Der sieht den doch so gar nicht. Der zieht nicht mal einen Meter vor ihm rein. Der sieht den nicht? Fährst du auf dem Handy-Display? Wie, den siehst du nicht? Den siehst du aber sowas von. Und den siehst du sowas von. Also die Ausrede mit wir sehen irgendwen nicht mehr, die zieht leider irgendwann nicht mehr. Also wir fahren ja nicht solche Displays mit 640x480. Also selbst wenn du kein Triple Screen fährst, auf einem normalen Bildschirm würdest du den sehen. Den würdest du sehen. Und wenn nicht, sagt dir dein Spotter sogar noch, dass hier neben dir einer ist. Und der ist ja nicht mal daneben. Also der war wirklich permanent weiter vorne. Den hat man gesehen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man den gesehen hat. Alrighty. Wir haben noch mal was für Sie vorbereitet. Oh. Selten. Wirklich selten. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Vielleicht weiß das irgendjemand, der schon sehr lange in der Jury sitzt. Wir sind auf Zolder. Ich weiß wirklich nicht, ob wir schon mal in irgendeiner Folge auf Zolder waren oder wie lange das schon her ist. Aber wir sind tatsächlich auf Zolder unterwegs. Wir sind tatsächlich auf Zolder unterwegs. Ich bin sehr gespannt, was hier für ein Potpourri auf uns wartet. Es wurde übrigens Runde 1 mit Massencrash angekündigt. Das ist nicht mal ansatzweise Massencrash. Das ist kein Massencrash. Ich bin gerade selbst. Moment, wir müssen kurz mal in die Akten. Ah, okay, okay. Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, der erste hat den anderen reported. Aber dem ist nicht so. Okay. Also das ist hier kein Massencrash. So, an der Stelle möchte ich eine Sache ganz, 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 ganz dringend loswerden. Und das möchte ich jetzt wirklich sehr eindringlich betonen. Eindringlichst. Bitte drücken Sie die Bremse. Es gibt wirklich nichts auf diesem Planeten, was im Racing wichtiger ist, als die Bremse zu treten nach einem Crash. Instant. Bitte. Dieses ewige Rumgeslide und Rumgerutsche und Rückwärtsrollen und was da nicht alles noch mit dabei ist für ein Unfug, ist für die anderen Menschen auf der Strecke eine absolute Katastrophe, weil sie darauf nicht reagieren können. Also hier wird so spät gebremst, dass der halt sonst was macht, das Auto. Und ja, hier geht das glimpflich aus und das ist definitiv auch kein Massencrash. Aber bitte betätigen Sie die Bremse. Also der Ferrari hat gar nicht die Bremse betätigt und der Lexus auch nicht. Nee, auch also irgendwann später. Und hier ging das gerade nochmal gut. Also
bitte. Also das sollte für euch so eine einprogrammierte Handlung sein, dass das sofort instant in eurem Gehirn sagt, Bremse treten. Also euer Fuß muss instant sich bewegen, sobald das Auto auch nur irgendwie ein bisschen weiter weg von, ich krieg das nicht mehr gefangen, an der Stelle. So, jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal auf den Fall ein. Der Lexus reportet übrigens diesen Ferrari hier an der Stelle. Und der ist halt völlig übers Ziel geschossen. Ne? Ich gehe ganz stark davon aus, und das ist jetzt eine Vermutung, dass der Kontakt mit dem anderen... Der Kontakt mit dem anderen Ferrari hier in eine Unruhe gebracht hat. Aber es ist definitiv kein Massenkrach. Das ist auch sehr motiviert. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, oder für Sie jetzt, für die Menschen, die bei YouTube zugucken, in dem Fall auf Imola, als es geregnet hat mit dem Lexus, lasst lieber ein bisschen mehr Platz. Ne, gerade möchte ich auch an euch appellieren, gerade am Anfang, wenn ihr noch nicht wirklich sehr viel Rennerfahrung habt und noch nicht wirklich hundertprozentig wisst, was ihr macht. Und hier sind wir bei den Rookies und da kann man fast davon ausgehen, dass dort nicht gerade jemand sitzt, der schon sehr viel Rennerfahrung hat. Manchmal ist es weiser, weniger zu machen, um ein besseres Ergebnis zu bekommen, als viel zu machen und ein beschissenes Ergebnis zu kriegen. Wenn du auf den Trichter kommst, dass du denkst, dass du 3 wide fahren kannst, in Zolder, probier dich aus, einmal vielleicht, aber lern daraus. Weil wenn man sich das hier anguckt, in den Rookies, also ich persönlich würde nicht auf den Trichter kommen, in der Kurve, die mir ja bekannt ist, dass sie sehr, sehr eng wird, da noch so reinzuhalten. Was ich jetzt persönlich machen würde, ich würde mich so weit wie es geht hier rechts an der Seite halten und nicht nach links fahren. Mittlerweile würde ich weiter nach links fahren, da sind aber auch ein paar mehr Stunden noch drin. So, aber hier wird ja bewusst nach links rüber gefahren, um mehr für die Kurve zu kriegen. Und was halt hierbei passiert, und das ist immer das, was man vorausdenken sollte, die hier kommen sowieso irgendwann zu dir. Sie werden hier rumfahren. Das heißt, sie werden so oder so zu dir kommen. Das heißt, das kreuzt sich so oder so irgendwann. Jetzt ist die Frage, und das ist so eine Frage, die muss man sich immer stellen, und das ist super schwierig im Startgefilde. Lohnt sich das jetzt gerade wirklich? Oder wäre es sinnvoller gewesen, darauf zu verzichten? Ich persönlich hätte gesagt, es wäre sinnvoller gewesen, zu verzichten, noch weiter nach links zu fahren und lieber ein bisschen safer hier zu bleiben, langsamer zu fahren und um die Kurve zu kommen. Und nicht weiter nach links zu fahren. So, weil, wo will er denn hin? Ne? Also er bremst jetzt an, währenddessen die anderen schon rüber wollen. Wäre er jetzt hier gewesen, hätte das vielleicht ein bisschen besser geklappt. Das ist halt immer nur raten. Ne? Aber gerade am Anfang, wenn man beginnt zu fahren, fahrt lieber ruhiger. Die meisten Menschen, und das ist selbst noch in Split 1 und Split 2, in Split 2 so, ruhiger fahren regelt das schon von ganz alleine. Die Leute schmeißen sich hier alle weg. Ich bin selber gestern ein Rennen auf Spa gefahren. Ich bin auf 19 gestartet und bin auf 12 angekommen. Ich habe wirklich aktiv nicht einen Fahrer überholt. Ich habe sogar zurückgezogen und gesagt, du, das hat eh keinen Sinn. Und die schmeißen sich halt reihenweise weg. Also lieber manchmal ein bisschen weniger machen, um am Ende mehr zu gewinnen. Und später kann man das definitiv machen, wenn man mehr Erfahrung hat, ein bisschen mehr Kontrolle über das Auto, alles die Situation ein bisschen besser einschätzen kann, die Weite vom Auto oder solche Kontakte hier besser abfangen kann. Dann ist das hier alles kein Problem. Aber lasst das erstmal wirken auf euch. Also macht erstmal Erfahrung, ganz in Ruhe. Schaut euch das an, lernt die Autos kennen und dann könnt ihr sowas machen. Einmal. Und daraus lernen. So. Am Ende des Tages, um hier auf das Urteil zu kommen, das ist auf jeden Fall schon mal kein Massencrash. Das ist Causing a Collision. Und das ganze Ding wird wieder zurückgegeben an den Reporter, denn das ist der falsche Reportgrund. Nächster Fall. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Intentional Causing a Collision. Und wenn es einen Spezialisten gibt für Intentional,
dann würde ich sagen, ist das Herr Jutke. Wir haben hier schon Pixel-Analysen gemacht. Wir sind schon wieder in Zolder. Bei fantastischem Wetter. Und dann ein Intentional. Eieiei, da war es vielleicht ein bisschen heiß im Auto. Gucken wir mal rein, was wir hier zu sehen bekommen. Na, sieht da jemand intentional? Auf den ersten Blick sieht das ja aus wie Mord. Ist jemand was aufgefallen? Wir gehen nochmal in die Perspektive von dem Aston. Also an dem Punkt hier, an dem Punkt, und hier sind wir noch nicht bei der Kollision, wo will der hin? Wo will er hin? In keinem Universum, und hier gab es noch keine Berührung, in keinem Universum hat der Aston Martin hier Platz, um an dem Mercedes vorbeizugehen. Das heißt, das, was dort passiert, ist schon vorprogrammiert. Das ist absolut vorprogrammiert, dass das passieren wird. Weil der Mercedes ist beim Rausbeschleunigen nach links gekommen, der beschleunigt gerade raus und wird jetzt nicht gleich nach rechts ziehen. Warum sollte er das auch tun? Er ist ja am Ende vorne. So, gucken wir kurz weiter. So, jetzt seht ihr sogar, er ist rüber, okay? Und jetzt fängt das Auto an, nach links zu gehen, was ja eben gerade schon bemängelt wurde. Das Auto geht aber nach links, wenn wir uns das jetzt von oben angucken. Das Auto geht nur nach links, weil der Aston Martin da reinfährt. Also, wie zum Kuckuck kann man als der Aston-Fahrer auf die Idee kommen, dass das intentional ist? Der Aston Martin hat sich in diesem Fall absolut zu 100% selber getötet. Der hat sich zu 100% aktiv alleine ermordet. Und niemand anderes hat daran teilgenommen. So, und jetzt nochmal für die Leute, um das zu erklären. Und wir machen das extra von hier. Du kommst hier schon super, du kommst hier durch, hast gefightet, wenn nicht, das sogar schon noch ein Cut ist. Und du merkst, dass du schneller bist. Du siehst den Mercedes da draußen und du denkst so, du kommst vorbei, weil du bist ja schneller. Und du bleibst volles Pfund auf dem Pinsel drauf und bist in der Situation hier draußen. Wenn du auf die Idee kommen solltest, dass du selber hier dran vorbeikommst, dann solltest du deine ganze Fahrweise nochmal überdenken. Weil es gibt nämlich Situationen und die sind richtig scheiße. Die sind menschlich gesehen in dir selber drinne, sind die absoluter Rotz, weil du weißt, du kommst besser raus. Und vielleicht hängt er schon 3, 4, 5 Runden hinter dem Mercedes. Und das wäre seine Chance gewesen. Es ist aber nicht seine Chance. Es ist sein Tod. Und die Entscheidung, hier zu treffen, und da möchte ich jetzt mich selber auch mal an den Pranger stellen, hat bei mir sehr, 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 sehr lange gedauert, mich in so einer Situation, wo ich wirklich besser weggekommen bin, dazu zu entscheiden, die richtige Entscheidung zu treffen und mich dahinter zu setzen und zu lupfen. Auch mit dem Wissen, dass der Ferrari wahrscheinlich auf der rechten Seite vorbeigeht. Aber hier drinnen, in der Situation, weißt du selber, dass du wirst sterben. Du wirst sterben. Du wirst hier nicht den Kevin Estre machen, weil hier ist kein Auslauf. Wo willst du hin? Hier ist schon Rasen. Dein Auto wird also noch unruhiger. Und du kommst ja nicht weiter rüber. Der macht ja keinen Platz für dich. Muss er ja auch nicht. Er muss für dich keinen Platz machen. Er ist nicht verpflichtet dazu. Und tötet sich aktiv selber. Ganz alleine. Und das noch zu reporten, und das würde ich euch auch allen mitgeben, und da möchte ich auch gerne an euch appellieren,
Guckt euch die Replays dreimal, viermal, fünfmal an. Guckt auf alle Details, guckt auf Lenkeingaben, guckt auf die Pedaleingaben, guckt auf eure eigenen Sachen. Ihr müsst für euch selber, damit ihr bessere Fahrer werdet, und das ist zumindest meiner Ansicht nach so, müsst ihr euer größter Kritiker sein in dem Fahrverhalten, was ihr auf der Strecke an den Mann bringt. Weil das hier zu reporten, ist frech. Das ist schlichtweg einfach nur frech und völlig unreflektiert. Und für den Mercedes passiert hier gar nichts. Und das ist auch nicht intentional. Und jetzt passt mal auf, und das möchte ich gleich mal vorwegnehmen. An dieser Stelle, und das möchte ich noch mit drauflegen, aus der Erfahrung, die ich jetzt über mehrere Jahre gesammelt habe, in denen ich das hier gemacht habe, das sind die Menschen, die sich über die Reko aufregen, dass sie den ganzen Tag nur Drecksentscheidungen treffen. Und selbst hier steht noch drinne: pushing me into the wall, C-Steering-Input. So, wir haben uns den Steering-Input angeguckt, ja. Das Auto hat wirklich erst gelenkt, als er das Auto berührt hat. Is no further action, passiert nichts weiter. Und jetzt haben wir noch einen fantastischen Fall in dieser Folge, nachdem wir uns jetzt doch etwas länger damit beschäftigt haben. Zolder? Lap 1? Massencrash, angekündigt. Ich habe das Gefühl, dass das Fahrzeug, was wir jetzt sehen, doch relativ häufig Videos macht. Aber Zolder, schönes Wetter draußen. Kommt mir so bekannt vor, das Auto hier. Weil ich mich gerade ein bisschen verwundert, warum ich so verdutzt gucke und ich mir das extra nochmal genauer angeguckt habe. Wir gehen erst auf die Bremse, um dann wieder Gas zu geben, um dann wieder auf die Bremse zu gehen? Okay. Ich gehe nochmal kurz in die Akten. Einen kleinen Moment. Okay. Da ist, glaube ich, ein Verfahrensfehler drin. Das dürfen wir nicht vergessen, weil der Lexus reportet den Lexus, müsste aber eigentlich den BMW reporten. Hobby, er müsste eigentlich den BMW reporten, weswegen das jetzt no further action ist. Aber hier auch an der Stelle, Bildungsauftrag, okay? Egal wie viel du gefahren bist, wirklich, egal wie viel Erfahrung du hast. Wenn du dich hier entscheidest zu bremsen, hier, dann bremse. Bremse. Und danach nicht wieder Vollgas. Er gibt wieder Vollgas hier oben. Bremse. Drück auf die Bremse. Fahr langsamer. Guck dir an, was das Auto da erstmal macht. Es ist wirklich am Ende, es ist eine 50-50-Chance, ob du da durchkommst oder nicht. Langsamer fahren erhöht die Chance prozentual für einen positiven Ausgang, weil du darauf reagieren kannst. Also hier, bleib auf der Bremse und nicht zwischendurch nochmal wieder Gas geben. Weil jetzt fährt der da rein, wärst du noch langsamer gewesen, hättest du noch weiter nach links fahren können. Oder hier durch. Oder was auch immer. Also committe zu dem, was du machen möchtest. Entscheide dich nicht wieder noch was anderes zu machen. Bleib dem treu, was du angefangen hast. Das ist im Motorsport sehr hilfreich.
Warum soll er den BMW reporten? Na, weil der Crash ja mit dem BMW stattfindet und nicht mit dem Lexus. In der Theorie kann der Lexus nicht den Lexus vorne reporten für den, was hier passiert ist. Der Lexus kann den BMW reporten für die Collision, die da entstanden ist. Aber nicht den Lexus. Der Lexus hat auch den BMW gedreht. Wofür soll er den BMW denn SR abgezogen werden? Warte mal ganz kurz. Du hast recht. Du hast recht an der Stelle. Du hast absolut recht. Das ist ein korrekter Report gewesen. Habe ich jetzt gerade einen Denkfehler? Ich hatte eine Denkfehler. Ich habe die verwechselt. Der Report ist richtig. Moment, da müssen wir noch mal reingucken. Dankeschön, dass du aufgepasst hast, Cedric. Vielen Dank. Absolut mein Fehler. Eins, zwei, drei. Das Problem ist einfach nur, wir können nicht sehen, ob das ein Massencrash ist oder nicht. Es ist unmöglich, das rauszufinden. Weil uns die Kamera hinten nicht gibt. Es ist unmöglich rauszufinden, ob das ein Massencrash ist. Oh, doch. Vielleicht doch. Eins, zwei, drei. Sind nur drei. Also es wäre causing a collision. Also es ist auf jeden Fall kein Massencrash. Es sind nur drei Leute, weil die restlichen, als er da rumsteht, die da reinfahren, ich würde jetzt mal behaupten, die können wir da nicht mitzählen. Ja, also komm, also jetzt mal wirklich, come on, Freunde der Sonne. Also jetzt mal wirklich Butter bei den Fische. Den können wir nicht mitzählen. Und das ist ja auch noch eine Kollision mit dem. Okay, wartet, wir gucken nochmal. Also das können wir nicht zählen. Also, okay, passt auf. Ich einige mich auf folgendermaßen Deal. Ich habe vier Augen, ihr habt mit drauf geguckt. Ich würde es jetzt wirklich nochmal jemanden geben, der auch nochmal drüber guckt. Um die Entscheidung nicht, weil ich die Verantwortung nicht übernehmen möchte, sondern weil für mich persönlich die letzten zwei nicht mitzählen. Weil die waren nicht involviert in das Ganze hier. Er steht da halt einfach. Und die fahren da rein. Der steht da, der macht nichts. Also wirklich nicht. Das würde jetzt für mich rausfallen aus dem Massencrash, sondern das ist mehr so eine Folgeentscheidung, die dabei entstanden ist. Nichtsdestotrotz, schöne Grüße und ein Dank geht raus an Cedric, denn Cedric hat tatsächlich die richtig aufgepasst, denn ich hätte das wirklich fast wieder zurückgegeben, das Ding, mit no further action, weil er das, also wegen falsches Auto reporten. Es ist aber das richtige Auto. Okay, ich habe das jetzt nochmal an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Da guckt jetzt nochmal jemand drüber. Das ist, glaube ich, eine Einigung, auf die wir uns, da können wir uns drauf einigen. Und dann möchte ich definitiv mich bedanken, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Und wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge. Und jetzt kann die Jury sich nochmal in die Vergangenheit, nee, in die Zukunft grüßen. Und die Zukunft kann ihre Vergangenheit grüßen. Es ist einfach verwirrend. Grüßen Sie sich einfach gegenseitig, okay? Grüßen Sie sich bitte einfach gegenseitig.